Staatssekretär ist am Wort, Magnus Brunner. Nur ein paar Worte. Es wurde vieles Richtige gesagt. Die Bedeutung des Weltraums und der ganzen Wirtschaft, der Unternehmen, der Industrie dahinter wird total unterschätzt. Das haben wir jetzt von den Rednerinnen und Rednern ja bereits gehört, komplett unterschätzt, was hier alles für Möglichkeiten gibt. Es geht um Telekom, es geht um Navigation, es geht um Umwelt, Klima, Erdbeobachtung. Also wirklich ein unglaublicher Themenkomplex, der hier mit dem Weltraum auch bearbeitet werden kann. Und Österreich spielt eine Rolle, die man auch unterschätzt. Österreich spielt eine große Rolle. Nicht nur die Personen, die angesprochen worden sind, Dr. Aschbacher, wirklich beeindruckend. Ich hatte das Vergnügen, vorletzte Woche mit ihm eine Videokonferenz zu machen. Er wird auch gerne Österreich da unterstützen, wenn es um weitere Projekte geht. Das hat er zugesichert, sehr beeindruckend. Es ist der Weltraumsektor überhaupt unterschätzt und das Potenzial auch, das es mit sich bringt. Und ich bin froh, die Frau Abgeordnete Nies hat es genau richtig gesagt, dass hier an der Strategie extrem intensiv gearbeitet wird. Wir werden im Sommer ja einen ganz breiten Konsultationsmechanismus auch ins Leben führen. Und es gibt auch, und das ist schon die positive Nachricht, und da bin ich wieder bei der Frau Abgeordneten Nies, die Strategie ist wichtig, auch den Forschungsnachwuchs entsprechend zu unterstützen und österreichische Unternehmen wieder gründen zu lassen, zurückzuholen auch. Und anderes Telefonat, Greg Weiler, einer der großen Vorreiter eigentlich auch. Jetzt kann man sagen, der ist verrückt zum Teil, aber ja, er hat natürlich in dem Bereich auch Unglaubliches vorwärts gebracht. In dem Bereich braucht es verrückte Typen, die vorangehen und die vielleicht Neues auch mitbringen. Und Greg Weiler hat bestätigt, dass Österreich ein unglaublich spannender Markt eigentlich ist und er selber auch bereit ist, in Österreich zu investieren, uns zur Seite zu stehen, auch mit Know-how zur Seite zu stehen, damit diese Strategie, die dann in die breite Konsultation im Sommer kommt, auch entsprechend vernünftig ist. Also wir müssen schaffen, diese Unternehmen zurückzuholen. Wir müssen den Nachwuchs entsprechend unterstützen, damit wir dieses Know-how und den Braindrain nicht herbringen, sondern die Leute im Land halten. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, der Weltraum insgesamt, die Weltraumindustrie hat in Österreich eine wirklich rosige Zukunft, würde ich sagen. Aber die Strategie müssen wir jetzt entsprechend beifügen. Und da sind wir am Arbeiten. Die werden wir dann im Laufe des Sommers dem Parlament auch vorlegen. Vielen Dank. Die Weltraumindustrie habe in Österreich eine rosige Zukunft, betont der Staatssekretär im Umweltministerium Magnus Brunner. Eine Strategie dazu gibt es aus dem Ministerium bis zum Sommer.